Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rehbach. Folge Nummer 15 müsste es sein und mit der 15. Folge haben wir es doch jetzt tatsächlich in den Winter geschafft. Es ist Januar, es hat geschneit und ich wollte euch gerne hier an diesem wunderschönen Ausblick, auch wenn gerade die Sonne nicht scheint, teilhaben lassen. Ich bin hier auf das Hofburggebäude gestiegen und lasse euch mal ein bisschen hier über die Winterlandschaft schauen. So, da drüben guckt auch ein bisschen die Sonne raus und da sehen wir unsere Felder, unsere Wiesen, unsere Hofgebäude und den Händler. So, wir sind im Januar und ihr seht es rechts oben. 280.000 und Freunde, ich habe den Kredit auch schon wieder zurückbezahlt. Das heißt, wir haben tatsächlich 280.000 im Portemonnaie. Ich hole euch mal ganz kurz ab, was die letzten zwei Monate passiert ist. Im November haben wir auch ordentlich verkaufte Produkte 179. Wir haben also unsere Feldfrüchte verkauft und schon mal die Ballen, die Hälfte aller unserer Ballen sind ebenfalls eingetütet und hier auch Einnahme Ernte 77.000. Hat sich also alles gut gelohnt, denn wir haben ja auch gute Umweltwerte, haben also auch gute Bonis bekommen für unsere Produkte. So, und jetzt heißt es natürlich wieder ein bisschen überlegen, wo soll es hingehen, die Reise? Wir werden natürlich jetzt erstmal hier noch weiter Ballen wegstapeln, beziehungsweise Ballen in die BGA bringen. Wir haben ja noch ein ordentliches Paket. So, müssen ein bisschen vorsichtig fahren. Es liegt Schnee und der Räumdienst war noch nicht da. Ja, wir rutschen ein kleines bisschen. Und ihr merkt es vielleicht, ja, ich habe noch nichts gekauft. So, nehmen wir nochmal 20, 15 Ballen raus. Dann werden die hier auch ordentlich hier mal entfoliert, sozusagen. Ne? So wie sie es gehört. Weil ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, wo es weitergehen soll, wie wir weitermachen. Und ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht, weil es sieht ja wirklich so aus, als würden wir hier richtig gut jetzt Kohle reinbringen. So, mal Licht hier. Und ich habe mir auch gedacht, warte ich mal ab, ob ich jetzt hier wirklich einen Lintrak hole oder einen Frontlader bzw. einen Teleskoplader, was sich hier noch im Gebrauchtshop vielleicht tut. Da war auch was ganz, ganz Spannendes, Interessantes dabei, habe ich aber noch nicht zugeschlagen. Ein Steyr mit über 250 PS, das wäre natürlich auch was, um dann zukünftig hier in die Feldwirtschaft etwas mehr einsteigen zu können. Auf jeden Fall werde ich das eine oder andere Gerät jetzt verkaufen. Ich denke da auf jeden Fall an den Pflug und an die Saatmaschine. Die will ich abstoßen, denn die kosten uns ja nur Geld, beziehungsweise verlieren an Wert, je länger wir die Geräte haben. Also stoßen wir die lieber jetzt ab. Besser ist das. So, ich schmeiße mal hier die Produktion wieder an. Silage, 89.000 Gärreste, also auch der Punkt ist so, dass wir uns da jetzt keine Gedanken mehr machen müssen, was das Düngen unserer Felder angeht für die nächste Zeit. Und ihr seht es auch hier links, ich habe mir mittlerweile auch einen Hochdruck geholt, denn der Händler ist in der Nähe, dort können wir unsere Geräte reparieren, aber wir müssen auch mal eine Wagenpflege, eine entsprechende Wartung durchführen. Ihr erinnert euch an die letzte Folge mit unserem Drescher. Der sieht ja ganz, ganz schlimm aus. Und hier haben wir genügend Platz, um vorbeizufahren und dann auch mal ein bisschen Maschinenpflege durchzuführen. So, ja, also wo soll die Reise hingehen? Wie gesagt, ich will hier noch ein paar Geräte verkaufen, die wir definitiv im nächsten, ja in der nächsten Saison, die ja sozusagen ab März beginnen wird, dann auch entsprechend einkaufen. Und da will ich auf jeden Fall eine etwas größere Drille. Und ich denke auch, wir werden dann die beiden Grasfelder, die ja noch ausstehen, zu pflügen. Denn wir spielen ja hier mit Pflug, also sprich mit Pflügen. Aber dafür haben wir ja die Lesesteine ausgeschaltet. Lange Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle. Und das heißt, wir werden uns auf jeden Fall einen ordentlichen Tiefenlockerer holen. Ja, ordentlich. Ich denke, 4 Meter reicht. Und dann werden wir unsere Grasfelder, sobald wir sie abgeerntet haben, also den ersten Schnitt gemacht haben, werden wir die dann auch pflügen, damit wir dann auch auf einen Nenner hier kommen mit unseren anderen Feldern. Weshalb die große Drille, beziehungsweise ich möchte eine ordentliche Direkt-Saatmaschine mit 6 Metern, das so schwebt mir was vor. Da gibt es was von Köckerling und die ist auch erschwinglich.
Und ich denke auch von den PS-Zahlen gerade so erträglich. Wir schauen mal ganz kurz rein, damit ihr auch wisst, wovon ich eigentlich spreche. So, Saatmaschinen. Hier haben wir Drille, Drille, Drille. Und die war nämlich, glaube ich, dabei. Hier die Köckerling, die ist aus dem... Nee, das ist ein normaler Mod. Die ist extrem erschwinglich. Direktsaat hat aber keine Düngerfunktion. Das ist der kleine Wermutstropfen. 160 PS kriegen wir gerade so mit unserem Glas gezogen, falls wir eben keine Maschine finden im gebrauchten Shop. Aber da schauen wir mal. Und ansonsten 6 Meter wäre natürlich ideal. 18 km/h. Also prinzipiell hört sich das gar nicht mal so schlecht an. Wie gesagt, Direktsaat. Und da wir ja sowieso eine Spritze haben und auch einen Düngestreuer, den ich im Moment noch plane zu behalten, können wir also, ich denke, mit der Maschine relativ gut leben und deutlich besser auf jeden Fall als die Kombi von Amazon, die wir jetzt haben. So, im Gebrauchtshop gibt es leider nichts Interessantes im Moment. Warten wir einfach mal die nächsten Monate ab, den Februar und den März. Vielleicht haben wir Glück und es ist irgendwie was Schönes dabei, vielleicht so mit 200, 210 PS. Das wäre ja nicht verkehrt. Dann hätten wir auf jeden Fall einen dritten Schlepper. Und wie wir dann zukünftig mit den Ballen auf den Feldern umgehen, da bin ich noch am Überlegen. Und auch am Überlegen bin ich, was wir denn für Felder zukünftig kaufen. Und auch da habe ich mir Gedanken gemacht. Oh, der rutscht hier aber auch ganz schön. Und auch da habe ich mir Gedanken gemacht. Und zwar, wenn wir hier jetzt wieder in die Karte schauen. So, dele. Dann finden wir vor allen Dingen hier relativ spannende Felder. Zum Beispiel hier die 5, die 7 in dem Fall. 123% und 161.000, das wäre erschwinglich. Ist ja das Feld direkt vor unserer Hütte. Hier haben wir ein Grasfeld, was richtig gut ist. Und auch die 4 wäre nicht zu verachten. Natürlich könnten wir mit der 10 auch arbeiten. Und dann haben wir da hinten ja, wie gesagt, die zusätzliche Fläche, auf der wir dann auch eventuell bauen können. Hier Hoferweiterung auch in die Richtung wäre möglich. Dann binden wir sozusagen die BGA ein und dann wird es wirklich eine richtige Hof-BGA. Und dann würden wir hier praktisch neu bauen. Hier wäre unser Neubau und da wäre eben der alte ursprüngliche Hof. Die 13 ist natürlich auch sehr verlockend, aber einfach von den Erträgen ganz, ganz schwach im Gegensatz zur 12. Die haben wir ja letztens abgearbeitet in einem Auftrag und da ist mir jetzt doch, ja, denke ich mir, das Feld wäre interessant. Aber jetzt kommt es eigentlich, was ich mir auch überlegt habe und daran ist jetzt der Gerald schuld beim Multiplayer. Wir könnten uns ja natürlich auch den Hof hier holen mit 112.000 für die Schafe. Schafe sind ja, brauchen wir ja nur Gras. Da hätten wir dann nebendran auch ein Grasfeld, was erschwinglich ist. Und vor allen Dingen die Schafe auf dem Hof ist ja auch gleich eine Textilproduktion. Das heißt, die Wolle können wir hier direkt weiterverarbeiten, haben die Produktion schon drin und könnten auch in die Richtung weiterarbeiten. Das wäre nämlich auch spannende Geschichte eigentlich, denn die anderen Höfe sind jetzt, ja, ich sage mal, mit mehr Arbeit verbunden. Die 48 mit den Schafen, das kriegen wir relativ einfach gewuppt, auch mit den Geräten, die wir jetzt schon haben. Und das Einzige, was wir da eigentlich noch bräuchten, wäre, glaube ich, noch ein kleiner Stapler, damit wir eben dann die Wolle umladen können in die Produktion. Da dürft ihr es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn wir in die Richtung gehen und uns hier dann noch ein bisschen mit Schafen erweitern. Denn ob wir jetzt hier noch einen Schafstall hinbauen oder ob wir hier oben gleich mit der Produktion mitarbeiten oder die gleich mitkaufen, also ich denke, das käme nicht viel teurer und wir hätten dann auch einen schönen, schönen zweiten kleinen Hof mit einem Silo, wenn wir hier anfangen, zum Beispiel auch mit diesen Feldern hier zu arbeiten, die auch nicht schlecht sind, nicht schlecht. Die 49, ja, die ist schlecht, die 63 ist auch leider schlecht, aber die 64 ist dann wieder vielversprechend als Grasfeld. Und das wäre zum Beispiel keine schlechte Sache, da hätten wir da oben dann auch entsprechende Felder. Ja, also die 44, 46, 47, die sehen sich auf jeden Fall lukrativ, sehen die aus. So, jetzt bringen wir die Ballen hier noch weg. Dann läuft auf jeden Fall wieder die Produktion und wir sehen da oben schon wieder, es hat wieder in der Kasse geklingelt. 322.000 und wir haben keine Kredite, also das ist wirklich Cash. Cash, damit können wir arbeiten. So, und da sehe ich doch tatsächlich dann im März, im April wirklich viel, viel schöne Arbeit auf uns zukommen. So, dele.
Und die letzten Ballen erstmal, weil dann hebe ich mir noch ein bisschen was auf für den nächsten Monat, damit wir auch noch was hier zu tun haben. Aber ich bin fast der Meinung, wir werden hier an die 500.000 ins nächste Jahr gehen. Gut, muss man natürlich auch dazu sagen, wir spielen im Moment auch eben auf einfach, praktisch Standard, so wie man eben die Map beginnt, so wie sich der Kalle das gedacht hat, mit dem Standard-Fuhrpark, mit dem man auch arbeiten kann am Anfang. Aber ich bin ehrlich, wir werden natürlich da relativ zügig jetzt dann doch umbauen bzw. austauschen. So, den Kollegen stellen wir mal hier unter, dann schaffen wir nämlich auch Platz. Und wenn es dann nächstes Jahr eben in die Arbeit geht, jetzt habe ich wieder das Licht angelassen. So, wenn es dann in die Arbeit geht für den nächsten Monat, dann werden wir hier auch entsprechend die Geräte verteilen. So, hier haben wir den Streuer, den behalten wir. Aber hier drin ist die Saatmaschine, die geben wir ab. Die geben wir ab. Und dann schauen wir mal, da kriegen wir nämlich auch nochmal ein bisschen Geld. Da müsste auch noch etwas Saatgut drin sein. So, natürlich bleibt immer noch das Thema bestehen, hier die relative Rangiererei auf dem Hof mit den Hallen. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit auch mal 10 Kühe gekauft. So, da schauen wir auch gerade mal rein, wie es denen geht. Also wir haben jetzt einen Bestand von 25 Kühen, 1856 Milch und auch da tut sich was. Milch lässt sich nämlich auch sehr, sehr gut verkaufen und den Tierchen geht es ja wie immer ganz gut. So, da ist noch Saatgut drin. Dann fahren wir mal damit zum Händler, stoßen das Ganze ab und dann kriegen wir hier nämlich auch ein bisschen Platz. Haben wir das Gewicht vorne? Ja, Gewicht haben wir. Weil ich merke gerade, ich glaube, der hebt ein bisschen ab. So, hier hat jemand geräumt, da noch nicht. Ja, da müssen wir vorsichtig sein. Aber wir fahren erstmal zu unserer Ballenlager, zu unserem Ballen- und Palettenlager. Denn ich habe ja, ihr habt es gesehen, es war wieder ein bisschen Platz. Die Kalk- und die Dünge-Big Bags, die habe ich hier mittlerweile verpackt. Die stehen da drin. Dann können wir das Material nämlich auch lagern und das gleiche müsste ja mit dem Saatgut gehen. Jetzt schauen wir mal, aber ich vermute, der legt es da nicht direkt ab, oder? Entladen, Augenblick. Nicht genügend Platz, ja, das geht nicht, nicht auf dem Trigger. So macht er das, okay. Auch als Big Pack, aber er packt es nicht auf den Trigger. Müssen wir dann wieder rüberschieben. Jetzt schauen wir mal, was wir für unsere Amazon hier noch bekommen, für die Kombi. Die ja am Anfang ganz nett ist, aber wie gesagt, da braucht man dann doch auch ein bisschen Zeit. So, und? Ja, stopp mal. So, da hängen wir es auch ordentlich ab. Und was kriegen wir? Und an der Stelle wieder reparieren lassen wir aus. Aber wir werden neu lackieren für 1613. Dann kriegen wir nämlich nochmal gut 300-400 Euro mehr. Das gleiche auch hier, neu lackieren. Das bringt immer was. Kurz vor dem Verkaufen einfach die Geräte neu lackieren. Und dann habt ihr auch einen höheren Ertrag. So, das lohnt sich. Abstoßen. Abstoßen und das Ganze bringt uns nochmal gut Geld in die Kasse. 337.000, das gleiche machen wir jetzt noch mit dem Flug. Denn da, wie gesagt, werden wir uns dann einen Tiefenlockerer organisieren. Ich denke, mit 4 Meter Arbeitsbreite, dann sind wir deutlich besser aufgestellt als mit dem jetzigen Flug. Und dann steht er auch nicht mehr hier rum. So, ich glaube, der hat irgendwas so um die 2,30 Meter. Und ist sehr, sehr unhandlich. So, das Ganze in Transportstellung. Dann bringen wir den auch weg, machen den zu Geld. Und unser Banker wird sich freuen, wie unser Konto doch sehr, sehr gut anwächst. Ja, da werden wir Investitionen tätigen können. Im Zweifel dann noch ein bisschen Kredit aufnehmen. Aber auf jeden Fall können wir da im neuen Jahr, in dem wir ja jetzt schon sind, im Prinzip,
So, das Gerät erstmal wieder ausklappen, bevor man es ablegt. Sehr schön. Dann wollen wir mal schauen, was uns der Händler dafür gibt. 5200 plus neu lackieren 1600. Dann wären wir also bei 7,8 ungefähr. 5, 6, 7, 8. 6, 9. 5, 6. Na, habe ich mich verrechnet. Natürlich, klar. So, und das Ganze dann eben wieder verkauft. Obwohl, wir können den auch nochmal reparieren. Dann gibt es auch nochmal ein bisschen was. Und verkaufen 7000. Weg damit. Und jetzt schauen wir mal. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir abstoßen müssten oder könnten? Den Drescher haben wir gesagt, den behalten wir auf jeden Fall. Das ist eben die Rehbach Edition. Die behalten wir. So, den Grupper können wir auch erstmal im Moment behalten. Düngestreuer, Miststreuer, Güllefass werden wir mit Sicherheit auch mal austauschen. Aber im Moment reicht uns das auf jeden Fall. So, Mähtechnik haben wir erstmal ausgetauscht. Wenderschwader bin ich sehr zufrieden. Der Ladewagen tut es auch im Moment. Und dann haben wir ja die Ballenpressen. Da haben wir ja zwei. Jetzt sehe ich gerade, die haben wir geliehen, gell? Den Fendt haben wir geliehen, weil wir ja da gewickelt haben. Ja, da müssen wir uns Gedanken machen. Behalten wir die nicht? Weil jetzt haben wir im Prinzip zwei Pressen. Die hier macht nur die 125er. Und wenn wir den hier behalten, haben wir die 150er. Ja, aber dann macht er eben Heuballen. Nee, Heuballen behält er dann, glaube ich, auch bei. Der wickelt keine Heuballen, oder? Ja, da muss ich mich nochmal schlau machen. So, dann haben wir die Tierhaltung, dann den Frontlader. Also insofern passt das alles. Sehr schön. Dann räumen wir den Kollegen mal weg. Und dann soll es das, glaube ich, auch mal wieder gewesen sein. Für die Folge heute mal eine etwas kürzere, denn wir sind im Winter. Ich will relativ schnell durchgehen hier durch den Winter, damit wir dann im März, April wieder zu tun haben, in die Saat gehen können, in die Aussaat. Und das soll dann, glaube ich, ganz gut passen. So, den stellen wir wieder unter. Hervorragend. Motor aus. Sehr schön. So, dann haben wir das Ganze noch angehängt. Hervorragend. Und dann schauen wir nochmal bei unseren Kühen, denn da ist der Stall jetzt richtig voll. Ja, euch geht's gut, gell? Ja, sehr schön. Also Freunde, das soll es also gewesen sein für die heutige Folge. Rehbach wieder. Es geht also zügig weiter. Und ihr seht es, die Barmittel wachsen an. Da wird noch einiges dazukommen. Und dann können wir auf jeden Fall richtig schön investieren, expandieren und weitermachen hier auf der Rehbach. Und gucken, wo uns die Reise hinführt. Werden wir noch zum Schäfer und produzieren wir Wolle und Textilien? Oder erweitern wir einfach unsere Möglichkeiten für Felder und die Aussaat? Naja, auf jeden Fall sind wir hervorragend mittlerweile im Thema, glaube ich, Milchgeschäft hier angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer, tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.